Inhalt Impro. Was Sie jetzt hören werden, ist komplett improvisiert. Nichts ist vorbereitet. Auf Basis einer Anregung führen die vier Improvisateure ein Gespräch, aus dem nahtlos eine spontane Szene entsteht. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gute Arbeit Impro. Heute mit mir Stefan Maria Tietze. Gegenüber von mir ist Florentin Will. Florentin Will, hallo. Und rechts hallo. Von mir ist Katjana Alexa Gerz. Wer heute leider nicht da ist, ist Lena. Kupke. Sorry, ey. Aber jetzt machen wir hochenergetische Impro. Viel Spaß. Woo! Der Begriff kommt von Stefan S. und lautet. Sorry, ich hab versucht, ist es nicht, hat nicht geglückt. Ich war's, okay. Duct Tape. Duct Tape, ooh. Ich habe wieder meinen Einsatz verpasst, Entschuldigung. Ey, ich bin der größte Gaffer, im Deutschen Gaffer Tape. Woher kommt das Gaffer? Ich weiß nicht genau. Aus dem Kino? Vor allem ist es Gaffer oder Gaffar? Gaffer? So Gaffer. Wie Jaffa Cake? Oder Gaffer? So wie der Spanner. Wie der Spanner. Und woher kommt der Spanner? Vom Spannen? Fragen über Fragen. Yes. Wir brauchen die Welt ist voller Fragen, ja. Ich finde es spannend. Mit Duct Tape kann man alles machen, wirklich. Du kannst alles heile machen. Du kannst kaputte Sachen. Es gibt jetzt diese, ich weiß nicht, ob ihr bei euch das bei Facebook angezeigt wird. Mhm. Ich bin offensichtlich der perfekte Kunde für so ein unfassbar starkes Duct Tape, wo man, wenn ein Aquarium zum Beispiel ausläuft oder irgendwie so ein, oder ein großer Bottich oder sowas, einfach, da kann man von innen, kannst du das da dran machen. An das Loch oder von innen. Außen. Krass. Und von außen auch. Heißt, du kannst von allen Seiten kannst du ein Aquarium oder ein Pool, du kannst einfach alles dicht machen. So ein, die haben einfach so eine große Badewanne gezeigt, das lief so aus und dann haben die einfach von vorne gegen den Strahl dieses Duct Tape gedrückt und das bleibt die einfach hängen und es war dicht. Aber das heißt, du genial. Hast schon mal Duct Tape gekauft, sodass sie das als dir anbieten, oder? Ich meine, ich glaube, ich will jetzt nicht offen zugeben, dass ich schon Duct Tape gekauft habe. Man macht es ja auch immer so ein bisschen verdächtig in so eine komische Richtung. Duct Tape und Vans kauft gleichzeitig, glaube ich, instant auch verhaftet. Aber es ist wichtig, dass das Duct Tape dicht ist. Also ja. Dir geht es darum, dass da wirklich nichts rauskommt, nichts reinkommt. Und genau, das ist mir persönlich beim Kauf wichtig, dass da nichts rein und rauskommt. Dass man auch nichts mehr, angenommen, man würde es im Mund kleben, dass man auch nichts mehr hören würde oder sowas, wenn er irgendwie spricht. Wir haben es entwickelt eigentlich für Badewannen, wenn sie auslaufen, kleine Teiche, große Bottiche. Gerade wenn da so eine Situation stattfindet, dass aus dem Bottich gerade Wasser entweicht. Genau, mich würde es interessieren, ob man was hört, wenn man es angenommen, ist es dann auch schalldicht? Oder vom Bottich hören sie gar nichts mehr, sie haben keine Probleme mehr. Es ist ja auch die Fische in dem Bottich werden. Wenn die singen würden jetzt, wenn die lauter als schreien würden, um Hilfe schreien würden. Hilfe, ich will hier raus aus diesem Gefängnis. Ja, würde man das noch hören? Ja, oder? Naja, es ist eher sowas wie eine Zuchtstelle. Also Gefängnis ist jetzt eher, sag ich mal, sie haben ja nichts angerichtet. War jetzt rein hypothetisch. Also Fische im Teich sind ja jetzt nicht die Verbrecherfische. Ja, gut. Aber angenommen, sie würden schreien. Das war jetzt nur rein hypothetisch. Würde man das dann hören? Würde tatsächlich durch das Band sehr gut isoliert werden. Da kommt nichts durch. Angenommen, man hat Haare irgendwie um den Mund herum. Ist das schon, hält das dann immer noch oder kann man das dann zu leicht ab? Ja, wie gesagt, also da haben wir eher bessere Erfahrungen gemacht mit dem Seil. Also, dass wenn Sie ein Stück Seil haben tatsächlich, dass man das dann sozusagen in den Mund hinein drücken kann, einmal rum und dann kann man es auch im Genick befestigen. Sie sind echt, also, wie ist der Name? Sie sind gut dabei. Ey, Sie haben alles drauf. Also, Sie können alle Fragen beantworten, mega gut. Lektor, hallo. Hallo. Hallo, Herr Lektor. Herr Lektor, ganz noch kurz eine Frage. Wie ist es mit so einer säuredichten Wanne? Einfach, wenn man mal... Welche Säure? Puh, Flusssäure, einfach das mit man mal schön... Flusssäure, ja, Klassiker. Hm. Wie gesagt, da müssen wir noch ein bisschen... Es ist die Frage, wie warm das Ganze ist. Ne? Also wenn es kälter ist, kann da tatsächlich der Säuregehalt steigen, sodass es dann letztendlich durch die Wanne kommt. Aber wenn es im relativ warmen Bereich ist, also... Gut. Was haben wir für eine Temperatur? Körpertemperatur. Ja, da ist auf jeden Fall alles dicht. Also da machen sich keine Gedanken. Alles klar, dann brauche ich noch eine Axt und dann wäre ich durch auch soweit für heute. Ja, wunderbar, Axt und dann haben Sonderangebot, eine Anwältin haben wir auch direkt da. Ah, hallo, ja. Und ich komme immer. Guten Tag. Hallo. Frau Steffens. Genau, die hat Erfahrung und weiß im Grunde eigentlich soweit Bescheid, glaube ich. Ja, weiß Bescheid, ja, das ist ganz normal. Super. Perfekt, und ansonsten wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank, machen Sie es gut. Danke. Kommen Sie gut nach Hause. Der Vorschlag kommt von
Alex Garlex und lautet Klassenclown. In jedem, ich glaube, bei allen dreien von uns ist es so, in jedem Interview, was man gibt, wird einem gefragt, ob man früher der Klassenclown war, oder? Ja. Das ist doch immer so, das ist immer so die Nummer 1 Frage. Man muss mal ein für alle mal erklären, für alle. Wart ihr der Klassenclown? Wir antworten alle auf 3, auf 1. 3, nee, nach, auf 0. 3, 2, 1. Kommt auf die Situation an. Haben wir das jetzt auch endlich mal geklärt, Leute. Mein Gott. Meine Frage ist, wer ist der Klassenclown in der Clown-Klasse? Katja. Ich hab ja mal... Katja war die Einzige, die mal in der Clown-Schule war. Stimmt. Wer ist da der Klassenclown? Was, will ich mal in der Clown-Schule? Wir haben einen Clown-Workshop gemacht. Ein Clown-Workshop, okay, Clown-Workshop gemacht. Großartig. Seid ihr alle in einem Auto gekommen? komm noch mehr. Das verstehe ich so. Bis heute alles. Nicht, wie das funktioniert. Also ich hab... Bis heute ein grandioser Witz. Ja. Das Lustigste an der Clown-Schule war tatsächlich das, wo wir... die roten Nasen. Wer hat Kuchen ins Gesicht haben wir geübt, haben wir geprobt. Und wir haben so Plastikteller bekommen und mussten dann halt alle mit wie heißt das? Sahne. Und dann haben wir das alles in den Ecken gemacht. Ich dachte, wir gehen in die Bäckerei direkt neben der Schule. Und so die schlauste Bäckerei der Welt hat neben der Clown-Schule. Ja, das stimmt. Genial. Und aber bei welche Note hast du bekommen auf Tortenwurf? Ich kann mich nicht erinnern, also wahrscheinlich nicht so gut. Hallo, schönen guten Tag. Sie sind die Eltern vom Bernd, habe ich recht? Ja, genau. Ja, ich bin Herr Meier, der Lehrer, aber Sie können mich auch gerne Pipo nennen. Hallo, Pipo. Und Herr ja, Meier. Es geht heute halt um die Leistung Ihres Sohnes. Mhm. Und naja, also vor allem geht's um diesen einen Vorfall in der Wasserblumenfach, wo es darum geht, dass man... Davon wissen wir jetzt nichts. Dass man die anderen Clowns mit dieser kleinen Blume, wo Wasser drin ist, mit der Blumenwasserattrappe, dass man das haben wir auch macht. Zu Hause geübt. Ja, das... Genau, das haben sie zu Hause ja geübt. Der war auch ganz gut, ihr Sohn, bis er plötzlich angefangen hat, die anderen Mitschüler nass zu spritzen. Und da sag ich, da ist der Spaß vorbei. Da ist wirklich... Man ist in der Nummer drin, man nimmt halt den einen Clown, der dafür vorgesehen ist, es haben sich Paare gebildet, plötzlich hat er angefangen, die Vanessa und den, Vanessa den Bobi, den Bibo. Ja. Ich weiß nicht, woher er das hat. Mhm. Bei uns zu Hause stand von Anfang an das ehrliche Clown-Sein immer im Vordergrund. Ja. Und wir haben von Anfang an gesagt, wenn Clown, hier, dann ehrlich. Wenn Clown, dann ehrlich. Und also, dass er so... Also das. Ja, dann hat er auch angefangen, einfach auch andere Clown-Schüler der zweiten Klasse plötzlich nass zu machen. Und da war die Aufregung natürlich auch ganz groß bei denen. Da kann ich nicht drüber lachen. Nein, das ist auch inakzeptabel. Wir haben auch schon überlegt, was die Konsequenzen sind. Wir dachten, dass wir seine rote Nase mal, wenn es sein muss, für einen Tag wegnehmen. Oh mein Gott, das tut mir in der Schatz, Seele weh. Nein, Schatz, das ist zu hart. Man muss gewisse Konsequenzen gehen. Nein, aber das ist zu hart. Nee, wirklich. Nee, wirklich, es ist einfach... Ja, aber wie soll es denn sonst lernen, Schatz? Ja, was war denn damals mit der Torte? Natürlich mit der Torte, daran denke ich doch jetzt gerade. Aber das die Nase wegzunehmen, vielleicht die Nase eine kleinere rote Nase. Das war noch nicht alles, ihr beiden. Das war noch nicht alles. Es kam zu der Situation, wo er dann im Gang eine Banane drapiert hat. Im Gang der zweiten Klasse. Ja, das kann er von Papa. Das war wirklich ganz toll. Aber auch dann fing er plötzlich an, die Banane im Lehrerzimmer hinzulegen. Und dann ist der Herr Moni ist dann einfach drüber gefallen und hingeschlagen. Und da sage ich auch, da ist der Spaß vorbei. Ist dem Herrn Moni was passiert? Nein, er ist dann auf seine Tröte gefallen, die auf seinem an seinem Hintern befestigt war. Das und dann kam es zu diesem Sound, dass er hingefallen ist. Das war für alle Lehrer ein Riesenschock, für alle Clown-Lehrer. Wir saßen da wirklich und haben uns alle so eine Träne an den Rand gemalt, weil das plötzlich waren wir alle einfach so geschockt. Ich weiß nicht, woher er dieses Verhalten hat. Und im Schminken hat er sich plötzlich mal ein trauriges Gesicht gemalt, wo ich auch sage, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Also da müssen wirklich mal Konsequenzen her, sonst droht der Rauschmiss. Also, Schatz, da müssen wir mal ein ernstes Wort mit ihm reden.
glaube ich. Aber vielen Dank, dass Sie uns darauf hingewiesen haben, Pipo. Wir werden wirklich ganz lange mit ihm reden. Wir werden das klären. Gerne. Ich möchte Ihnen... Zum Abschluss, das wollte ich Ihnen kurz die Hand geben. Natürlich. Ah! Ah! Dankeschön. Sie auch. Ah! Wirklich, ich wollte auch noch sagen, eine Ehre, dass unser Sohn überhaupt hier bei Ihnen Unterricht nehmen kann. Nee, klar, aber bitte kriegen Sie es in den Griff, sonst haben wir große Probleme, okay? Sprechen wir mit ihm. Torstelino! Ja? Torstelino, kommst du mal bitte runter? Klar, komm sofort runter. Setz dich mal bitte hier hin. Auf den kleinen Stuhl, okay. Auf den kleinen... Schatz, das ist okay. So. Was denn? Torstelino, wir haben heute mit deinem Lehrer gesprochen, mit Pipo. Oh nein. Was hat er denn euch gesagt? Ja, der hat uns alles gesagt. Ja, Pipo hat aber auch komplett übertrieben. Ihr wisst ja gar nicht, wie es richtig vorgefallen war. Was war da mit der Banane? Und mit der Vanessa? Aber das sind doch alles Scherze. Was glaubst du eigentlich, wie deine Zukunft aussieht, mein Junge? Ja, als Clown, als lustiger Clown. Ja, wie denn? Der Scherze wie denn macht. Mit dem Verhalten? Ja, aber wie genau sollst das, du denn jemanden zum Lachen bringen? Aber genau das machen doch Clowns, indem man überraschende Dinge macht, die andere nicht erwarten. Sag mal, ich glaube, du nimmst das nicht ernst. Nein, das ist doch genau du der mit Sinn. Der Anstellung, da hätten wir dich doch gleich auf die Steuerbeamten-Schule schicken können. Aber ich leg... Mama, dies weint doch Dank nicht. Der Papa hat recht. Aber ich habe doch eine Banane hingelegt. Weißt du, was wir aufopfern, dass du auf diese Schule gehen kannst? Weißt du, wie teuer diese Schule ist? Aber warum... Du sollst was Vernünftiges lernen, deswegen bist du doch auf der Schule. Aber warum? Ich verstehe das alles nicht mehr. Aber ich habe doch eine Banane hingelegt, das ist doch ein Scherz. Aber denkst du, ich kaufe dir die Banane und tu die in dein Essens für die Schule? Ich habe letztens in deinem Zimmer eine Torte gefunden. Eine ganze Torte. Was machst du denn damit? Ne, zum Wofür werfen? Kaufen wir die dir denn? Auf den Nachbarn zu ja, werfen. Ja, wo denn? Ja. Die habe ich dir vor 2 Wochen gekauft. Kein einziges Mal wurde die geworfen. Kein einziges Mal, verdammt nochmal. Was machst du denn? Ich versuche auch nur dazu zu gehören. Und ich finde auch immer, es ist nicht so lustig, wenn man den anspritzt mit der Blume, der vorgesehen ist dafür. Deswegen habe ich mal den Strahl in eine andere Richtung gelenkt. Ja, natürlich ist das lustig. Wofür gehst du auf die Schule? Das ist doch zum Brüllen, kriegt der Wasser ins Gesicht. Also ich fass es nicht. Es tut mir leid. Ich werde die Torte auch noch heute werfen, okay? Versprochen. Das will ich aber auch hoffen. Das ist die allerletzte Chance. Okay. Was ist denn nur aus dir geworden, Mensch? War doch früher auch nicht so. Ich will auch mal Rebell sein. Auch mal was machen, was nicht unbedingt gegen die Normen steht. Erst will ich mich kaputt lachen, dann kannst du rebellieren. Solange du deine langen Füße unter meinem Tisch hast, wird hier gelacht. Okay, Papa. Ah, direkt ins Auge. Danke. Okay. Ach, ich bessere mich. Okay. Ja. Die Schlagzeile der Woche. Herzlich willkommen, das ist unsere Rubrik namens Trash News, in der wir uns immer wieder Lokalnachrichten anschauen und aus einer dieser tatsächlich sich vorgefallen habenden Situationen eine Szene zu kreieren. Es geht los. Die erste Schlagzeile lautet: Nordkorea will mehr Urlauber ins Land locken. China. Autodieb überrascht Besitzer beim Sex in Wagen. Drittens. Donald Trumps Ex-Pressesprecher klaute Mitarbeiterin ihren Mini-Gefrierschrank. Viertens. Als Frau verkleideter IS-Kämpfer auf Flucht gefasst. Er trug Bart. Donald Trumps neuer Pressechef löscht alte Tweets, in denen er Trump kritisierte. Würzburg. Mann ruft bei Polizei Notruf an, weil er bei Monopoly verliert. Das habe ich gelesen. Und unpassend gekleidet. Frau schmuggelt 102 iPhones über die Grenze. Also ich finde Monopoly lustig. Monopoly ist gut. Ich finde aber auch den Mini-Gefrierschrank. Aber dann nur, wenn wir in eine Richtung gehen wollen. Katja, was sagst du? Monopoly. Monopoly, gut, dann haben wir Monopoly. In der Nacht zum Sonntag hat ein 24-Jähriger in Würzburg mehrfach den Polizeinotruf gewählt, weil er beim Monopoly-Spielen verloren hatte. Als die Beamten ihm mitteilten, dass die Nummer nur für wirkliche Notfälle da sei, beschimpfte er der Anrufer sie heftig.
Ich gehe davon aus, dass der Mann schwer betrunken war, so ein Polizeisprecher. Dennoch erwartet diesen nun eine Anzeige wegen Missbrauch des Notrufs. So, meine Frage. Wer hat das überhaupt mitbekommen? Ja. Wie kommt diese Geschichte ans Tageslicht? Der Notruf erzählt nicht, oh, da hat ein Freak angerufen. Ich glaube doch. Die Person manchmal. Nee, vielleicht die, mit dem er gespielt hat. Die die ganze Zeit gewonnen hat. Wie kommt diese Geschichte an die Öffentlichkeit? Ich glaube sogar. Doch, ich glaube, es gibt doch Polizeiberichte auch. Die Polizei muss ja auch immer Berichte rausschicken, was gerade so passiert ist. Ja, und die kann ein Journalist einfach durchlesen oder was? Ich glaube, also es ist auch eine Behörde, die müssen auch öffentlich auskommen. Privat, wenn du bei einem Notruf anrufst, das ist nicht öffentlich. So, Leute, wer hat Lust auf eine Runde Trivial Pursuit? Ja! Geht so. Nee. Wollen wir was anderes machen? Ja, du bist der Einzige. Ich hab ja keinen. Du bist nur der Einzige, der darauf Spaß hat. Okay, nee, ja, sorry, war das eine Idee? Nee, okay, dann nicht. Gut. Also, die nächste Schlagzeile. Donald Trumps Ex-Pressesprecher klaute Mitarbeiterin ihren Mini-Gefrierschrank. Gefrierschrank? Sean Spicer war bis vor kurzem der ungewöhnliche Pressesprecher von US-Präsident Donald Trump und sorgte nun mit einer kuriosen Anekdote, falsch geschrieben, dafür im Gedächtnis zu bleiben. Einen Monat nach Amtsantritt wollte er unbedingt einen Mini-Kühlschrank in seinem Büro haben und beauftragte einen Mitarbeiter damit, einen von den Kollegen zu besorgen. Als diese sich weigerten, stahl er höchstpersönlich einen und wurde beobachtet, wie er diesen über den Parkplatz zwischen den beiden Bürogebäuden schleppte. Oh nein. Wir schneiden in die Hölle. Herzlich willkommen. Entschuldigung, ist okay, wenn ich ein bisschen weniger mache heute? Klar. Gut. Fahr einfach einen Gang runter. So, herzlich willkommen in der Hölle. Ihr seid die neu Verstorbenen. Erstmal sorry, schlechte Nachrichten. Es ist die Hölle geworden letztlich. Nee, ich hab mir schon gedacht. Ja, genau. Klar. Also, heute nur zwei Neuzugänge. Wir haben Herrn Spicer und Frau Ferris. Schön, Sie zu sehen. Und ja, also erstmal ein paar Basics. Wie gesagt, das ist die Hölle. Hier linke. Warum ist Frau Ferris in der Hölle? Ganz kurz. Erstmal möchte ich kurz was sagen, Herr Spicer, und dann kommen wir noch zu den persönlichen Angelegenheiten. Gut. Genau, also das da hinten ist der Folterviertel. Der Folterviertel, hat man hier noch irgendwelche Grammatik in der Hölle oder was? Ich sehe schon, Sie sind hier genau richtig. Perfekt, alles klar. Genau, dann kommen wir jetzt ganz kurz zu unserem ersten Punkt. Warum sind Sie hier? Sehr gut. Beschreiben Sie doch einfach mal ganz kurz. Mich würde echt brennend interessieren, warum Frau Ferris in der Hölle ist. Herr Spicer, beschreiben Sie mal ganz kurz. Warum hat es nicht geklappt im Himmel? Die ganzen Menschenrechte, die wir nicht beachtet haben, glaube ich, sind es nicht. Der hätte mir auch verziehen. Meine erste Ehe, die in die Brüche gegangen ist, die Scheidung, war es, glaube ich, auch nicht. Zweite, dritte bis 45. Ehe, glaube ich, auch nicht. Peanuts. Ich glaube, es war der Kühlschrank. Da war ich noch bei dem Trump zugange, da habe ich den geklaut. Oh, davon habe ich auch gehört, also wirklich. Ich glaube, das war es rückblickend, weil mit Kühlschränken, glaube ich, versteht man keinen Spaß. So, da muss ich jetzt tatsächlich auch selber ganz kurz mal nachgucken. Wir haben hier, Kühlschrank. Und ich habe mal so einen Löffel. Nicht mehr so gegeben. Also, ganz kurz. Ich habe bei der Arbeit. Sekunde, du bist wirklich nervig. Also, sorry. Selbst für, ich kenne ja eine Menge Leute hier unten. Ja. Selbst schon im Aufzug. Frau Ferres, bitte, ganz kurz an der Stelle. Ganz kurz, einen Moment ruhig. Also, ich muss hier ganz kurz nachgucken. Wir haben hier einmal den Kleiderständer, Waschmaschine, den Kühlschrank. Hier, auf Seite 3 tatsächlich schon. Kühlschrank. Diebstahl im Kühlschrank haben wir hier. Wir haben einmal 16 Peitschenhiebe und unendliche Todesqualen. Okay. Ich gebe Ihnen jetzt hier mal diesen kleinen Ausschnitt. Können wir daraus endliche Todesqualen machen? Nein, tut mir leid. Ich gebe Ihnen hier diesen, ich unterschreibe ihn mal hier. Das ist der blaue Zettel. Mit dem geben Sie einfach an den Schalter da hinten, geben den da ab und melden sich mit Ihrem Namen. Und dann werden Sie, glaube ich, also es gibt ein bisschen Wartezeit, aber ansonsten können Sie sich dann melden und dann kommen Sie auch hier. Das ist ja wirklich die Hölle hier. Angemessenen Strafe. Ja. Dankeschön. Den höre ich auch nicht zum ersten Mal. Mit dem blauen Zettel muss ich jetzt dahin, zum blauen Stand. Zu dem gelben Stand. Das ist aber verwirrend. Mit dem blauen aber Zettel ist nicht meins, dem habe ich nicht ausgedacht. Welche Sache gibt man denn dem gelben Stand? Habe ich mir nicht ausgedacht. Gehen Sie da hinten hin und dann wird Ihnen da weitergeholfen. Was ist die Farbe, mit dem man dann zum blauen Stand geht? Wie gesagt, das hat Sie nicht zu interessieren. Viel Erfolg. Kann ich kurz noch hier bleiben, Frau Ferres? Ich will gerne wissen, warum Frau Ferres.
Frau Ferres, herzlich willkommen. Ja, ich bin mir auch ein bisschen unsicher, warum ich jetzt hier bin. Also das ist ja auch alles, ja. Ich wurde ja erstens auch ermordet. Ich glaube, das würde dann alles auch wieder so gut machen, oder? Mhm. Also weil ich ja einfach, ja. Okay, haben Sie eine grobe Ahnung? Ich sag mal. Selfies, sieht diese. Ja? Ja? Schlechten Selfies, wo die sterbenden Kinder Afrika. Wie gesagt, das Revival von Wer denn das? Die dritte Aufzeichnung. Ach so, ja, das. Ja, Ding jetzt? Nee, ja. Ah, ich sehe es doch in den Augen. Komm. Hä? Na, ich stehe immer noch im Loch. Ja? Ja? Komm, jetzt ist er nicht so schwer. Ist er nicht so schwer, komm. Wo ich da nicht gewonnen habe. Genau, mit Samuel Koch. Ja. Und dann haben sie gesagt. Entschuldigung, haben Sie so einen Mini-Kühlschrank, irgendwas, wo ich meine ein paar Sachen reintun kann? So, haben Sie einen Mini-Kühlschrank? Habe ich mittlerweile abgegeben, ja. Habe ich abgegeben an einem gelben Stand. Die haben mir ein anderes Formular gegeben. Soll ich mir zu Ihnen geben? Das ist das Falsche. Soll ich es Ihnen geben? Oh, nein, das ist alles falsch. Ach, das ist ja völlig falsch ausgerüstet. Haben die mir zu Ihnen geschickt? Gehen Sie mit dem nochmal zu dem Stand da vorne hin. Aber die haben mich gerade zu Ihnen geschickt. Ich gehe doch nicht jetzt wieder. Nein, gehen Sie da hin und sagen Sie, das ist nicht mehr gültig. Das ist noch das alte Formular. Sie brauchen das neue Formular. Das kriegen Sie in dem Stand da vorne. Alles klar. Und Mini-Kühlschrank kann ich Ihnen. Ich habe einen, aber den kann ich Ihnen nicht geben. Wo wohnen Sie? Nur so. Ich bin Lucifer. Was meinen Sie, wo ich wohne? Unabhängig hier. Ja. So, jetzt. Aber mein Gott, oder? Wo wohnt der Mini-Kühlschrank? Mein Gott, ey, manchmal würde ich mir wünschen, dass es wirklich so eine zweite Hölle gibt, wo man die ganzen Trottel hinschicken kann. Gut. Haben Sie eine Ahnung, wie nervig das ist, jeden Tag mit den größten Vollidioten der Geschichte rumzuhängen? Sie haben noch tolle Menschen getroffen. Hitler? Ja. Über Hitler drauf. Ja, wow, toll, der erzählt immer dieselben Geschichten, ey. Ist echt zum Kotzen. So, stellen Sie sich dann bitte hinter OJs Anwalt und dann können Sie auch Ihr Formular bekommen. Sind die Töchter? Mir gefällt die Gesellschaft. Durchaus politische Sticheleien, Jörn. Da müssen Sie sich dran gewöhnen. Also gut, wieder zurück. Es war ja nicht meine Schuld. Ich habe ja dagegen gewettet. Dass der jetzt gelähmt ist, das ist ja nicht meine Schuld. Ja, Gags über Behinderte. Darling, das ist gar nicht gut. Da sind Sie direkt hier. Tut mir leid. Sofort. Tut mir leid. Ich hab's also, auch wir schauen mal. Wir haben Kühlschrank, unendliche Todesqualen. Warte mal, mit dem Gag. Was denn hier? Lustiges Instagram-Posting. Wein. Ach, das ist komplett veraltet hier. Das ist ja alles kompletter Schwachsinn hier. Entschuldigung, ich brauche ganz da. Kurz. Ja, aber der stand da hinten, wo Nils Ruf stand. Der hat mich gerade wieder hingeschickt. Ich weiß nicht genau. Soll ich Ihnen das den Zettel nochmal geben? Ich meine, das Formular ist ja offensichtlich veraltet, aber das andere ist auch nicht mehr. Ja, das ist mir scheißegal. Stellen Sie. Rufen Sie mal der Zentrale an. Gehen Sie mal davor hin zu dem Telefon da, zu der Telefonzelle und rufen wir der Zentrale an. Da, wo der Thomas Gottschalk steht. Och, ja. Der ist auch da. Gut. So. Hallo. Also, eine Sekunde. Lustiger Instagram-Post, Wein, Pinterest, das alles kommt veraltet hier. Tweet, wo haben wir Tweet? Ah, hier. Humorvoller Tweet über Behinderte. Tut mir leid. Siebter Ring der Hölle. Höchststrafe. Ach nein. Sorry, tut mir leid. Auch hier, wie gesagt, Sie kriegen das rote Formular. Nehmen Sie diesen Ausschnitt hier, ich unterschreibe hier kurz. Dann gehen Sie einmal zu dem Aufzug da hinten und sagen siebter Ring. Och, ja? Das ist aber, das wurde ja auch alles wieder gelöscht. Also geht. Die Hölle vergisst nicht. Ja? Hey, hey, hat der meinen Kühlschrank? Spicer! Nein! Kühlschrank. Heute haben wir sogar eine Schlagzeile eingereicht von einem Hörer von Orestis und der schickt uns folgende Schlagzeile. Merkel und Busch hat er schon. Bremerhavener Autogrammjäger, 12, will Weltrekord knacken. 12? Er ist 12 Jahre alt. Er ist 12 Jahre alt. Und er hat 12 Männer. Und er hat was? Nee, 12, hat er 12 einjährige Kinder. Hat er 12 Autogramme gefunden. Nein. Worauf wie bist du 12? Erklär nochmal, les mal langsamer. 12 Jahre alt. Der ist 12 Jahre alt und hat wie viele Autogramme bekommen? Bislang 2. Merkel und Merkel und Busch hat er schon. Glaubst du, er hat die angefangen hat alles, als Hannes Jaske mit 8 Jahren an der Hand von Hannes. Philipp Bargfrede ins. Das sind ausgedachte Namen. Das sind ausgedachte klar, Namen. Klar, Philipp Bargfrede. Ich bin auch Werder Bremen-Fan, klar kenne ich Philipp Bargfrede. Ins Weserstadion einlief und später sein erstes Autogramm in den Händen hielt. Seitdem sammelt der 12-Jährige die Unterschriften der Prominenten und jagt dem Weltrekord hinterher. Der liegt bei 100.000. Jannis sagt, in 30 Jahren könnte er den knacken.
Ich find's lustig, wie viel hat er denn jetzt? Nur ich finde es lustig, wenn der Weltrekord irgendwie bei 13 oder so liegt. Weil einfach alle dachten, der ist lächerlich hoch, aber der ist einfach lächerlich niedrig, weil alle vergessen haben, das einzutragen. Ja, aber vor allem, was zählt denn als Autogramm und was nicht? Also wie berühmt muss man denn sein? Ja genau, wenn du jetzt von der Beamten irgendwie eine Unterschrift bekommst. Kommen wir zum nächsten Thema. Ein Bremerhavener Junge steht kurz davor, den Weltrekord im Autogrammsammeln zu knacken. Der 12-jährige Hannes Bergfrede ist kurz davor, den internationalen Rekord von 76 Autogrammen zu knacken. Er hat schon 75 und unsere Reporterin Julia Becker war bei ihm zu Hause. Ja, und das hier ist meine Wand. Hier hängen die Autogramme von Philipp Bergfrede und Meinhard Beringfredere und Ronny Rollstetter. Jetzt haben wir noch eine kleine Frage von der ganzen Community. Oh, Thomas Gottschalk ist auch da. Sehr schön. Zum Beispiel, bringen Sie eigene Stifte mit? Ja, also meistens, das ist der erste Trick eines guten Autogrammjägers, ist einen Stift dabei zu haben und einen Zettel. Oft am besten empfiehlt es sich, eine vorgefertigte Autogrammkarte zu besorgen, wo schon ein Motiv drauf ist. Sagt Hannes Bergfrede 12. Doch ein einziges Autogramm fehlt ihm noch. Kann ich vielleicht ein Autogramm von Ihnen haben? Sie sind doch eine erfolgreiche Reporterin. Hier, einfach unterschreiben. Das wäre sehr nett. Ja, aber das ist jetzt ein Bild von auch wieder Thomas Gottschalk. Oh, ja, hier ist das von ihm. Ja, gut, dann haben Sie einen Stift? Ja, den halte ich Ihnen doch bereits hin. Achso, jetzt sehe ich, ich habe meine Brille nicht auf hier. Ich ziehe sie jetzt wieder an. Okay. Yay! Und damit hat der 12-jährige Hannes Bergfredel den Autogrammrekord geknackt. Herzlichen Glückwunsch, sagt auch die Bernhard Bremerhavener Rundschau Report Team. Das war gute Arbeit Impro für diese Woche. Vielen Dank für all eure Einsendungen und Begriffe. Natürlich wie immer mit Katjana Gerz, Stefan Dietze und leider ohne Lena Kupke, die ist nächste Woche wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.